Hi Leute, hier bei Let's Play Fallout 4 Fail Nummer 3. Mit mir, euren Trima, hier bei Red Rocket Tankstelle. Was ich vergessen habe, was wir nun mal hier machen. Wie bei letzten anderen Folgen möchte ich mich entschuldigen, dass es mit der Audioaufnahme zuvor nicht funktioniert hat. Dass Fraps irgendwie meine Audioaufnahme verhauen hat oder sonst was damit gemacht hat, aber keine Ahnung, wo es ist. Ah, jetzt weiß ich, ja, schöner Bug. Können wir das Boot durchsehen. Jetzt weiß ich, was ich gemacht habe. Ich habe eine Ressource gesucht. Vermissen Sie die gute alte Zeit, Sir? Ja, die gute alte Zeit. Kronkorken. Davon kann man nie genug haben. Was meinten wir? Was wäre es für eine Währung geben würde, wenn eine Apokalypse ausgebrochen wäre? Auch Kronkorken oder Warentausch, so wie beim alten Mittelalter? Oder immer noch das ganz normale Euro? Kaum glaube. Rauchen ist tödlich. Alles einsammeln, was man finden kann. Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Schlicht machen. Kamera braucht man immer für Kristall. Oh, scheiß Haarklammer. Klebstoff kann man immer gebrauchen. Weil das Zeug geht schneller weg als alles andere. Was wirklich eigentlich ziemlich wertvoll ist, finde ich Klebstoff. Das geht mir immer am schnellsten aus. Zimmerservice. Was hier drin ist. Cool. Yep. Das war anscheinend ein Militärmann. Da hier verreckt ist. Kampflinde. Nice. Es gibt nichts Besseres gegen die Ghule als die Kampflinde. Okay. Eine Machetenorgie oder was? Wo der Kopf im Klo steckt? Und er hat seine letzten Minuten mit einer Puppe verbracht. Ja. Dazu sage ich nichts. Sage ich nichts.
Na, Kotzwurf. Kotzwurf? Oh, hässlicher Name. Wie kann man Roboter nur so nennen? Da wurde er eigentlich ja nur bestraft. Das ist genauso, wenn man ein Kind, sein eigenes Kind Kotzwurf, Kotzwurf nennen würde. Armes Kind. Putalski, Atombunker für kleines Geld. Ja, Alter, wer Platzangst hat, das sollte nicht hier reingehen, Alter. Nee. Besuchen Sie in Boston Locom Joe's. Das sind keine Bunker, das sind Werbemacher Gedöns. Aber eher weniger, dass die Dinger irgendwie gegen die Atomstrahlung, also gegen die Gammastrahlung geholfen haben. Ich denke mal eher nicht. Die wurden ja immer nur so schnell husch husch gebaut. Das Lustigste ist, Atombombe kommt angeflogen. Leider da explodiert, alles wird zerstört und die Leute, die gerade in den kleinen Boldolski-Bunkers sind, also die komischen Bunker für kleines Geld drinnen sind, weißt du, kriegen übelst durch wegen der Werbung, weißt du, sagen hier, besucht mal da und da und da gibt's schönes Essen, da gibt's schönes Trinken, ja. Nach einer nuklearen Zerstörung gibt's nichts mehr zu essen und zu trinken. Da muss man sich selbst einen Kopf machen. Souvenirs sind immer schön. Ja, ne? Finde ich auch. Also da ist mit dem Volt, auch wenn da übelste Experimente an Sicherung rumgemacht wird. Immer noch besser als mit dem Podolski-Bunker. Oder man stellt sich gleich mitten auf die Wiese und hofft, dass das einen schnellen Tod gibt oder dass man zum Ghoul wird. Zum Ghoul, der denken kann und nicht zum wilden Ghoul. Also ich persönlich wäre nicht gerne wilder Ghoul. So, bei der nächsten Aufnahme, die ich machen werde, da werde ich die Grafik etwas runterstellen und hoffen, dass Fraps nicht mehr so viel rummacht. Macken macht. Ja, das wollte ich sagen. Bremse. Schade, ich finde eigentlich schade, dass man kein Radio anmachen kann. Weil sonst, ihr wisst schon, wer kommen würde und Video sperren würde, wenn ich Musik anmachen würde.
Aber ich bin ja kein großer Redner. Deswegen würde ich gerne Radio anmachen. Man müsste erstmal eine ordentliche Wand irgendwie bauen, bevor man irgendwie was anderes macht. Klar, am liebsten wäre es alles hochjagen hier. Lustig, es gibt Leute, die sagen, also ich habe mal Elden mal erzählt, dass ich hier Mod drin habe, der ein Garten, also den Garten Mod drin habe, ne? Und der sagt, die auf dem Boden nach freien Erzen suchen, und das ist das Spiel im Prinzip. Da denke ich mir einfach nur, die Leute erfinden ihr eigenes Spielprinzip und sagen, so ist es und nicht anders. Da denke ich mir einfach nur, wieso? Wieso macht man sich ein eigenes Spielprinzip, wenn die Entwickler für ihr Spiel schon ein Prinzip erfunden haben? Wenn es überhaupt bei Fallout überhaupt ein Spielprinzip gibt. Eigentlich schon. Spiel und Spaß. Und da gehören Mods dazu. Wenn man möchte. Ich hasse Hacken. Ich hasse Hacken bis zutiefst. Geschafft. Am meisten bei Fallout New Vegas. Hast du da irgendwas falsch gemacht? Hast du gleich komplett durchgemacht und hast komplett alles durch falsch? Ist der Terminal für immer gesperrt, außer du hast ja ein Skill, dass du noch einen Versuch hast. Und hier ist es wenigstens so, dass du mindestens 10 Sekunden warten musst, bis der Terminal wieder frei ist. Zum Glück. Zement braucht man immer. Immer. Achtung, Leute. Entschuldige mich fürs raschen Rauschen, wenn es gerade etwas da war, aber mein Ohr hat gerade übelst gejuckt. Die Leute, die es kennen, wissen, dass es extrem nervig ist. Aber naja. Ladezeiten, die sind manchmal so arg lang, das ist schlimm. Manchmal gibt es Ladezeiten, die sind eigentlich noch ganz okay. Oder wie gibt Ladezeiten, die brauchen fast eine halbe Stunde. Gefühlte halbe Stunde natürlich.
Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Was brauchst du denn? Deine Energie. Boah, die Alte nervt. Du bist an diesen Ort gebunden. Und das sagst du mindestens zigtausend Mal. Bis du da eine Droge gegeben hast oder sie überzeugt hast, mit Drogen aufzuhören. Also ich persönlich werde versuchen, dazu sie zu überzeugen, keine Drogen mehr zu nehmen. Weil ich bin kein Camp-Stealer und das macht Beziehung mit Preston kaputt. Also wenn man alles durch mit Gefährten hat, kriegt man sogar einen Bonus. Vielleicht 10 Charisma oder was auch immer. Auf jeden Fall kriegt man einen Bonus. Hast sogar ein Gefährten sogar eine Liebesaffäre. Und wenn du mit Kronen eine Liebesaffäre hast und mit denen zusammen ins Bett gehst, kriegst du sogar einen besonderen Ausruhbonus. Das ist ziemlich geil. Baustil für Waffen und Ausrüstung eigentlich auch ziemlich geil. Aber der Mod, den ich mit habe, dass ich zusätzliche Rüstung bauen kann oder sogar Power-Rüstungen bauen kann, finde ich auch geil. Aber man muss dann schon entsprechende Skills haben. Zum Beispiel für die X01, keine Ahnung, ob ich das erzählt habe. Für die X01 braucht man 4 Mechaniker und 4 Wissenschaft. Ansonsten kann man das nicht bauen. Echt geil gemacht. Was nehme ich denn? Anscheinend kann ich mich nicht entscheiden. Bin ich eingeschlafen? Wäre echt peinlich. Mitten im LP einzupennen. Okay, dann geht jetzt auf den Sack. Was mache ich denn? Junge, beweg dich! Kannst dich auswählen. Ich bin okay, Level 13. Ja, Härte, das ist immer das Beste. Weil, ey, wirklich, Leute. Entweder muss ein Modder ran oder die Entwickler schmeißen ein Patch raus, weil die Feinde. Wenn die einen Molotov-Cocktail haben oder eine Granate, kannst du dies unendlich mehrmal werfen. Und das geht echt auf den Sack. Ich baue sie gerne wieder zusammen. Jedes Mal schmeißen die Molotov-Cocktail. Ey, das ist ja kein Spaß mehr. Wenn man nur am Brennen ist. Ah, genau, Rekrutierungssatelliten, Schüssel. Da ich am Ende hier eine Handelsroute, nicht eine Handelsroute, eine Versorgungsroute erstellen kann. Weil da muss man immer das ganze Zeug immer hin und her schleppen. Das ist nervig. Also den Schrott.
mache ich denn jetzt da? Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Habe ich schon. Ich glaube, ich habe Alzheimer, Leute. Ich weiß nicht mehr, was ich da mache. Aber ich weiß jetzt, dass ich die letzten Minuten im Dorf bleiben werde, weil gleich die Folge wieder rum ist. Eine Nachaufnahme, ey, das eine Nachtonaufnahme, das ist anstrengender, als es anhört, weil man weiß nicht, was man sagen soll. Ach ja, das ist auch geil. Ja, das man zum Beispiel die Alarmanlage, was ich glaube, da versucht habe zu erklären. Die Alarmanlage, genau die, kann man mit dem ganzen Strom ein System erbauen. Zum Beispiel, wenn man jetzt es gibt Geschütze, die brauchen Strom, so richtig mit dem Kabel, dass du mit dem Kabel verbinden musst. Und das kannst du mit den Alarmanlage mit verbinden. Also, dass die Geschütze erst dann an sind, wenn der Alarm losgeht. Also, man kann schon ein richtiges System sich erstellen und bauen. Und die Alarm. Und das Geile ist, wenn ein Siedler irgendeinen Feind sieht. Ist scheißegal, wie groß und wie schwer der ist, das kann auch eine kacke Lage sein. Er macht die Alarmanlage an. Manchmal machen sie die Alarmanlage auch wieder aus, wenn der Feind getötet wurde. Aber es gibt auch manchmal, da muss man halt selber die Alarmanlage ausmachen. Vielleicht werde ich mal so einen Versuch mal machen, so ein System mal zu bauen. Da die Geschütze erst dann an sind, wenn die Alarmanlage eingeschaltet wurde. Aber natürlich müssen auch ein paar Geschütze immer noch an sein, dass es immer noch eine Art Vorsicherung gibt. Zum Beispiel die ganz einfachen MK-Geschütze. Die reichen eigentlich von der Vorabsicherung eigentlich schon gut genug aus. Und wenn der Feind mit einer großen Welle ankommen, dass die MK-Geschütze nicht damit klarkommen, machen die NPCs halt die Alarmanlage an, dann kommt halt die Sirene los und wenn die Sirene losgeht, gehen halt die Geschütze an. Und die wiederum schießen auf den Feind. Und das ist nicht mal so schwer. Also, dafür muss man keine hohe. Das ist halt nicht so kompliziert. Zum Beispiel wie bei Minecraft mit einem Redstone. Also, da muss man sich mehr auseinandersetzen als hier. Brauchst du bloß Leitungen legen mit den Schaltern, mit denen sie verbunden sind, und das war's. Man kann nur noch Fallen bauen mit Druckplatten hier mit Bewegungssensoren. Es gibt eine Feuerfalle, Elektrofalle und Impulsfalle. Also eine radioaktive Falle. Aber ich halte nichts für Fallen. Ich baue lieber Haufen Geschütze, die den Eingang bewachen, weil die Feinde müssen durch den Eingang kommen, um die Siedler anzugreifen.
Und wenn sie die durch den Eingang wollen, müssen sie erst durch einen Haufen Geschütz durch. Da braucht man nicht eine, da braucht man keine Falle. Da haben selbst zwei Todeskrallen gegen einen schweren Lasergeschütz keine Chance. Erzählt mal, wenn ihr Fallout 4 spielt, erzählt mal, wie ihr eure Siedlungen baut. Ob ihr sie mit Fallen bestückt oder ihr große Festung baut oder. Ich wollte vielleicht mal versuchen, den einen Mod wieder zu installieren, der den Baulimit entfernt. Weil das ist ziemlich lästig, finde ich, weil man muss wirklich gucken, was man bauen soll. Aber ich finde, man sollte schon irgendwie seinen Geist freien Lauf lassen. Und es geht nicht, wenn der Baulimit da ist. Stellt mal vor, in Minecraft gäbe es ein Baulimit. Der hätte auch keiner Spaß. Ah, wir haben einen Siedler dazu bekommen. Da kann sich dann auch gleich an Fette gehen. Und Jan Long, den kann man eigentlich total vergessen. Der Typ ist nur am Heulen, weil er seinen Sohn verloren hat. Hey, wir haben unsere Frau verloren, unser Sohn wurde entführt. Heulen wir rum? Nein. Deswegen wirklich, den gibt's eine Aufgabe und was macht der? Nix. Der Typ ist eigentlich für überhaupt nichts gut. Wenigstens die mörrische Frau macht Gartenarbeit. Ach, da ist er. Hallo. Hallo. Du siehst aus, als könntest du einen Hund gebrauchen. Der beste Freund des... Ach nee, das ist ein Käufer. Wir sind im Geschäft. Ach ja? Wirklich? Ich meine, sie ist wirklich toll. Ich möchte sie nur nicht an... Ich werde mich gut um sie kümmern. Keine Sorge. Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich glaube, ich will sie doch nicht verkaufen. Hä? Er sagte, ich will sie verkaufen und er sagte, ich will sie doch nicht verkaufen. Sie steht nicht mehr im Verkauf. Naja, wie ich sehe, ist die Folge gleich vorbei. Da sage ich mal vier Dank. Oder Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr reingeschaltet habt. Und wir sehen uns nächstes Mal bei Fallout 4. Hier bei mir. Sexy Mama Shirt, sexy Mama Shirt, sexy sexy. Das Schlimmste bei der Nachttonaufnahme ist, man hat keinen Plan, was man zuvor gelabert hat. Kein Plan.